Freunde, die Ereignisse überschlagen sich heute komplett. Nicht nur das Multiversus ein neues Video bzw. einen neuen Trailer zu Jason rausgehauen hat. Nein, unzählige Content-Creator ballern gerade Multiversus-Content raus, obwohl das Spiel noch gar nicht draußen ist. Ja, Freunde, einige Leute hatten schon Zugriff auf Multiversus, bevor das Spiel eigentlich rauskam und auch ich gehörte dazu. Und heute, beziehungsweise jetzt, werden wir über das Ganze ein wenig reden. Dieses Video ist dafür da, um euch komplett auf den aktuellen Stand zu bringen zu Multiversus. Was gibt es Neues? Wie fühlt sich das Gameplay an? Und so weiter. Also Leute, nicht vergessen, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr nichts mehr zu Multiversus verpassen wollt. Und folgt mir gerne auf Twitch, Link dazu in der Videobeschreibung. Lasst uns am 28. wieder zusammen Multiversus spielen. Dann würde ich sagen, let's go. Wir reagieren jetzt erstmal auf den neuen Trailer zu Jason. Gar nicht lange schnacken, rein in den Lachs. Alright, bin sehr gespannt. Wow, Warner Bros. Game Presents. Oh Gott, ist so richtig gut gemacht. Wow, wieder Cinematic-Trailer. Ey, es ist so 80er-Jahres-Stil. Richtig geil, ich liebe das. Wow, Jason. Jason is done playing around. Okay, auf jeden Fall werden hier schon die ersten Attacken so ein bisschen mehr... Ja, der Sack, den finde ich so krass, ey. Da kann man auch super gut mit Kombon. Der Skin, den habe ich auch schon gesehen, der ist mega nice. Wollten ja sehr viele haben. Oh, vor allem dieser Command Grab in der Luft, ey, ist so wild. Vor allem, wie er den da über den Boden schleift, ist so geil. Alter. Da hat man richtig Lust, die Filme wieder zu sehen. Zumindest die älter sind unter euch, ne? Chase Season 1. Der Moonwalk, der ist so geil. Ja, wie ihr gesehen habt, wurde Jason mit seinem Moveset ein wenig vorgestellt. Ich habe Jason auch schon ausgiebig gespielt. Und ja, Freunde, ich kann euch das jetzt schon mal anteasern. Es wird in den nächsten Tagen ein Tutorial geben, wie man Jason spielt. Also ein Jason-Tutorial wird oder beziehungsweise ist in der Mache. Braucht nur noch ein bisschen. Und ich kann euch sagen, Jason lässt sich unglaublich gut und funny spielen. Auch seine Kombos sollte man nicht unterschätzen, die er drauf hat. Aber dazu dann in dem Video mehr. Ja, kommen wir nun zur Bananenwache. Ganz, ganz interessant ist, wenn ihr Multiversus startet und das Tutorial durchspielt, erhaltet ihr die Bananenwache als Charakter gratis. Das ist aber noch nicht alles. Es gibt ja sozusagen Einlog-Boni. Und wenn ihr 7 Tage sozusagen euch eingeloggt habt, dann erhaltet ihr ja die weibliche Banane als Skin kostenlos auch noch oben drauf. Ich würde mal sagen, das ist doch ein sehr nettes Willkommensgeschenk. Ihr wollt mehr? Das bekommt ihr. Und zwar, wenn ihr euch Multiversus runterladet und euch bis zum 11. Juni einloggt, erhaltet ihr den kostenpflichtigen Battle Pass kostenlos und somit erhaltet ihr direkt Jason als Charakter auch kostenlos dazu. Also ich würde mal sagen, die Leute, die sich einloggen, bekommen einiges. Aber das ist noch nicht alles. Wenn ihr die Beta gespielt habt, so wie ich, dann bekommt ihr sogar noch mehr. Und zwar einen Skin für Finn. Und ihr bekommt ein Ringout, ja, also so ein Stern-Ringout. Und ihr bekommt das Banana Guard bzw. Bananenwache Announcer Pack. Also die Stimme, die sozusagen irgendwas sagt, wie macht euch bereit für den Fight oder sowas. Also ich würde sagen, die Leute, die die Beta gespielt haben, die kriegen auf jeden Fall nochmal ordentlich was dazu. Aber Freunde, nicht vergessen, alle Leute, die das Spiel bis zum 11. Juni sich runterladen und ja sozusagen starten, erhalten den Premium Battle Pass kostenlos und somit auch Jason. Denn Jason ist im Premium Battle Pass drinne und dazu kommen wir jetzt gleich. Für die Leute, die Beta gespielt haben, wissen, dass es 2 verschiedene Battle Pässe gab. Nämlich ein Premium Battle Pass, wofür man Geld zahlen musste und einem, ja, der kostenlos ist. Jetzt aber ganz neu, in beiden Pässen gibt es die Ingame-Währung Glemium. Das bedeutet, und das ist auch bestätigt, dass wenn ihr den Pass euch holt, ihr den komplett durchspielt, erhaltet ihr genug Glemium, um den darauffolgenden Battle Pass auch wieder zu kaufen. Das bedeutet, Freunde, wenn ihr das Spiel ausgiebig spielt,
müsst ihr keinen Cent bezahlen und erhaltet alles, was immer in diesen Battle Pässen vorhanden ist. Denn alle Leute, wie gesagt, die sich bis zum 11. Juni in das Spiel einloggen, erhalten den ersten Premium Battle Pass kostenlos und somit auch genug Lemium, um ja nach 8 Wochen den Pass neu zu kaufen, beziehungsweise dann den zweiten Pass aus Season 2 zu holen. Ganz, ganz wichtig auch zu erwähnen ist, wenn ihr den Pass natürlich schon vorzeitig beendet habt, ihr habt die letzte Stufe erreicht, könnt ihr trotzdem am Ende immer noch was holen, damit ihr ja im Pass immer noch weiter leveln könnt und immer noch ja, Belohnungen erhalten könnt, obwohl der Pass eigentlich schon beendet ist. Was genau für Belohnungen man bekommt, weiß ich nicht, aber man soll wohl, auch wenn der Pass zu Ende ist, weiter leveln können, beziehungsweise weiter Belohnungen erhalten können. Ach ja, und solltet ihr mal aus irgendwelchen Gründen den Charakter aus dem Premium Pass nicht bekommen, nur mal angenommen, ihr habt Jason jetzt nicht geholt oder habt es vergessen, da bis dahin online zu gehen oder der Pass ist dann komplett weg, weil schon Season 2 Pass da ist, könnt ihr euch Jason immer noch im Shop nachholen. Also keine Sorge, all die Dinge, die ihr vergessen oder verpasst haben solltet, kann man hinterher im Shop nachkaufen. Wird dann allerdings teurer. So Freunde, jetzt kommen wir zu einem Punkt, der sehr, sehr wichtig ist, denn für die Leute, die Beta gespielt haben, ihr wisst ja, dass es sozusagen Charaktertickets gab. Die werdet ihr auch mit rübernehmen. Allerdings kann man sie jetzt nicht mehr an sich erwerben. Aber die, die etwas auf dem Account hatten, nehmen das auch mit rüber in das neue Spiel. Sprich, Charaktertickets nimmt ihr mit rüber oder Tickets für den Battle Pass. Da gab es auch solche ja, Symbole, die konnte man sammeln, damit man Battle Pässe freischaltet direkt, also die Premium Battle Pässe. Die nehmt ihr auch mit rüber. Und dieses Spiel fügt einige neue Währungen hinzu, die es so in der Beta nicht gab. Besonders auch das Gold, wie es früher war, existiert jetzt nicht mehr. Aber man soll besondere, ja, kosmetische Gegenstände erhalten für das Gold, was man gesammelt hat. Wie das aussieht, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall, ja, ein kleiner Reminder für die Leute, die die Beta gespielt haben. So, jetzt kommen wir zu den Perks. Das Perk-System wurde komplett überarbeitet. Viele Perks wurden aus dem Spiel einfach entfernt, weil die Entwickler gesagt haben, hey, die meisten Perks wurden sowieso nicht genutzt, es wurden immer nur so ein paar Overpowerte genutzt. Deswegen gibt es jetzt nicht mehr so viele Perks wie damals in der Beta. Und jetzt sind eigentlich einige neue Perks dazu gekommen und alte Perks wurden komplett an sich auch im Kern überarbeitet. Also die Perks sind auf jeden Fall nicht mehr das, wie es in der Beta war. Also müsst ihr die Perks neu entdecken, was ja gar kein Problem ist. Aber Freunde, ihr habt jetzt keinen Zugriff einfach auf die Perks, sondern ihr müsst eine Perk-Währung sozusagen verdienen und dann ja für jeden einzelnen Charakter diese Perks an sich freischalten. Und als nächstes kommen wir ja zum Level-System, denn ihr wisst ja, der Spieler an sich, also ihr hattet auch ein Level und eure Charaktere hatten jeweils auch ein Level. Das wird komplett zurückgesetzt. Warum ist das so? Ja, weil ihr die Möglichkeit habt, und jetzt kommt es, wenn ihr euren Charakter auf das maximale Level levelt, erhaltet ihr Glemium. Und das gab es vorher nicht. Das bedeutet, ihr erhaltet für jeden Charakter, den ihr auf das Max-Level bringt, Glemium, womit ihr euch wieder was kaufen könnt. Das ist halt super krass und deshalb haben die Entwickler gesagt, yo, wir setzen euch alle auf 0 oder auf 1 zurück, damit ihr die bestmöglichste Chance habt, auch alle möglichen Sachen, kosmetischen Sachen und Währungen zu erhalten. Finde ich eine gute Sache, ist jetzt nicht sonderlich schlimm, aber ich bin gespannt, wie es läuft. Ja, jetzt kommen wir wohl zu dem Punkt, worauf die Leute am meisten warten, denn wie spielt sich denn Multiversus in der neuen Version? Und ihr wisst ja, ich habe ja vorab Zugriff auf das Spiel gehabt, beziehungsweise konnte ich die neue Version jetzt schon spielen und ich kann euch sagen, das Spiel spielt sich komplett anders als in der Beta. Es fühlt sich an, als wenn das Spiel ein ganz neues Game ist. Die Meta wird sich komplett verändern. Mir ist relativ schnell aufgefallen, dass diverse Kombos auf keinen Fall mehr funktionieren, so wie in der Beta. Ihr wisst ja, ich habe ja sehr viele Spielstunden in der Beta von Multiversus und deswegen kann ich das sehr gut vergleichen. Und ich brauche doch erstmal ein paar Kämpfe, um mich reinzufinden. Aber Freunde, ich kann euch sagen, auch wenn ihr am Anfang das Gefühl habt, oh nee, irgendwie fühlt sich das komisch an, spielt erstmal nach maximal 1 bis 2 Stunden seid ihr drinne und ihr werdet das komplette Gameplay von der Beta vergessen und ihr seid voll drinne in dem neuen Gameplay, was ich sehr, sehr gut fand. Ich konnte auch diverse Charaktere ausprobieren, wie Joker, Jason, die Bananawache, aber
Agent Smith war noch nicht spielbar in meiner Version. Das liegt auch daran, dass der Charakter auch erst noch, ja, gemacht wird, beziehungsweise noch in der Entwicklung befindet und der dann wahrscheinlich irgendwann im Juli veröffentlicht wird. Aber da wissen wir noch nicht genaueres, deswegen warten wir noch ein bisschen. Und ich muss sagen, von den Charakteren hat mir Jason am besten gefallen. Sehr interessant, ich denke, Jason könnte mein zweiter Main werden. Aber nichtsdestotrotz bleibe ich doch bei Batman. Ja, wie war denn die Online-Verbindung? Die Online-Verbindung war unfassbar gut. Ich hatte das Gefühl, egal gegen wen ich gespielt habe, es war offline genauso wie online oder online genauso wie offline. Ich hatte absolut nicht einen Lag, gar nichts. Es war krass und ich habe gegen Leute gespielt, die auf der anderen Seite der Welt waren. Also das war schon eine richtig crazy Sache. Allerdings, wie es hinterher zur Full-Version wird, wenn zigtausend Spieler wieder spielen, ich weiß nicht. Aber ich bin guter Dinge. Also das, was ich sagen kann, ist absolut 1 plus mit Sternchen. So eine Online-Verbindung habe ich noch nie erlebt und das ist extrem krass. Allerdings hatte ich auch ein, zwei Kämpfe, wo es halt extrem gelaggt hat am Anfang, aber dann sind wir auch direkt rausgeflogen. Nun ja, ich denke, das könnte ein Fehler gewesen sein von der Vorab-Version. Man muss abwarten. Ja, das Spiel fühlt sich generell etwas langsamer an als vorher, beziehungsweise wurde die Spielgeschwindigkeit deutlich beziehungsweise etwas angepasst, was aber kein Problem ist, weil wenn man das Spiel spielt, merkt man davon gefühlt gar nichts. Besonders das neue Dodge-Meter ist halt wirklich wichtig. Dadurch muss man wirklich überlegen, ob man ausweicht oder nicht, weil man komplett hilflos am Ende ist, wenn man kein, ja, Dodge-Meter hat. Sprich, man kann ja nicht mehr ausweichen, wenn keine Ausdauer mehr da ist. Das ist halt auch richtig krass. Und das habe ich auch relativ schnell gemerkt. Deswegen ist das Spiel jetzt deutlich taktischer und man muss ein bisschen mehr überlegen und kann nicht einfach nur spammen. Das geht halt komplett überhaupt nicht mehr. Deswegen bin ich davon überzeugt, je nachdem wie gut das Neutral Game ist, umso besser ist man auch. Aber zu dem Ganzen wird nochmal ein weiteres ausführliches Video kommen. Dazu dann in dem Video mehr. Uff, ich würde mal sagen, das war ein sehr vollgepacktes Video. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze läuft, wenn das Spiel dann am 28. endlich released wird. Und Freunde, wenn ihr weitere Fragen habt, folgt mir gern auf Twitch. Ich bin dort regelmäßig live und natürlich auch wieder saftig live, wenn Multiversus am Start ist. Link dazu in der Videobeschreibung. Und Freunde, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, haut rein, euer André oder auch Xerox. Ciao, ciao. Everyone knows parents never home, so that's